Hallo miteinander, mein Name ist Gregor Staub und ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema, wie merke ich mir Dinge besser? Wie kann ich mir besser Namen merken und Gesichter? Wie kann ich reden ohne Spickzettel? Wie kann ich, wenn ich Eltern bin, meinem Kind Unterstützung geben beim Lernen, dass es mit Freude lernt und erfolgreich lernt? Zahlengedächtnis, viele Leute können sich Telefonnummern oder PIN-Nummern nicht merken. Das sind so die typischen Themen beim Gedächtnistraining, wobei es gibt noch viele andere. Und ich habe dann diese ganzen Übungen, die ich entwickelt habe, dass man das lernen kann, in Videos verpackt neuerdings, die sind gestreamt. Und dieses Mega Memory, das es natürlich in meiner Homepage zu kaufen gibt oder auch bei diesem Video, hat es einen Link unten, wo Sie noch einen ordentlichen Rabatt kriegen. Ich habe etwas gemerkt, kein Mensch, aber niemand entscheidet sich, sowas zu lernen, wenn er nicht mindestens erlebt hat, dass es funktioniert. Also werde ich Ihnen jetzt ein ziemlich heftiges Beispiel zeigen, dass Sie merken, wow, also wenn sowas geht, geht eigentlich alles, und zwar innerhalb von Minuten. Das ist ja das Coole, dass das alles funktioniert in ganz kurzer Zeit. Man braucht, wenn man jetzt langfristig denkt, vielleicht 20 Stunden Training, und ich habe ein Leben lang dem anderen ein gutes Gedächtnis geschenkt. Das eigentlich schenkt es sich ja selber. Machen wir mal das Beispiel. Wir lernen in Kroatisch, dann sind wenig Leute da, die sagen, das kenne ich schon, einen Satz, der ziemlich komplex ist, und Sie werden erleben, dass Sie in ein paar Minuten den tatsächlich auch verstehen und können. Und dann hoffe ich, dass Sie mir auch abkaufen, dass der Rest meiner Übung ziemlich cool ist. Also, der Satz lautet auf Deutsch, ich habe meine Mautkarte verloren. So, jetzt sind Sie beim Autofahren, auf der Autobahn Richtung Dubrovnik, und jetzt merken Sie, ja, wo ist meine Karte? Und jetzt möchten Sie gerne dem Mann im Häuschen in Kroatisch dem sagen, dass Sie die Karte verloren haben, in der Hoffnung, der ist dann ein wenig liebevoller zu Ihnen. Sie halten also am Häuschen, gucken rein und sehen, der ist eine Gurke. So eine lange Gurke. Und die ist bio. So ganz grüne, gesunde Gurke, die ist bio. Und vorne tut er noch ein wenig Samen drauf. Und wenn ich ihm dann sage, dass ich die Mautkarte verloren habe, denkt er nach. Also bis dahin. Er isst eine Gurke, die ist bio. Und er tut ein wenig Samen drauf und denkt dann nach. Und dann nimmt er von einer kleinen Platte ein Glas Nutella. Da drin ist eine Karte. Auf der Karte sehen wir einen kleinen Tiger gemalt. Einen kleinen Tiger. Und dann gibt er mir die Karte und macht sein Häuschen zu. Das war die Geschichte. Der isst eine Gurke, die ist bio. Er denkt nach. Nimmt von der kleinen Platte das Nutella-Glas, wo er eine Karte rauszieht mit einem Tiger drauf, und macht dann sein Häuschen zu. Okay, was war das? Schräger Satz, klar. Ist aber merkbar. Warum? Weil Gehirn kann sich was merken, was es sich vorstellen kann. Und ich kenne Gurken, ich kenne Bio, Samen, ich kenne Nachdenken, ich kenne eine Platte, Nutella, Karte und Tiger, und mache dann das Häuschen zu. Das sind alles Bilder, die wir kennen. Darum kann man sich sowas viel besser merken, als wenn ich den kroatischen Satz höre. Der Trick ist also beim Sprachenlernen, ob das jetzt Wörter sind oder Sätze, ist völlig egal, ich muss sie verbilden, dass unser Gehirn es versteht. Er isst die Gurke, die ist bio, und tut Samen drauf. Is gubio sam. Ah, is gubio sam. Er denkt nach. Is gubio sam na. Nimmt von der Platte das Nutella-Glas. Platnu. Is gubio sam na platnu. Nimmt die Karte mit dem Tiger drauf und macht das Häuschen zu. Karti zu. Ah, is gubio sam na platnu karti zu. Das heißt, ich habe meine Mautkarte verloren. Wir haben jetzt in 4 Minuten 20 so einen komplexen Satz mindestens so verstanden, dass wir den jetzt können, so dass wir es üben können, dass wir in der Lage sind, perfekt zu wissen, okay, es ist is gubio, nicht is gubia. Sam, nicht som. Is gubia wäre falsch. Is gubio sam na platnu katizu. Und Sie sind jetzt etwa da, wo man sagt, ich bin im Ultra-Kurzzeitgedächtnis vorbei, am Kurzzeitgedächtnis angekommen. Kurzzeitgedächtnis heißt, wenn Sie das jetzt die nächsten 2-3 Minuten noch
laut sprechen und heute Abend vielleicht nochmal phonetisch aufschreiben und morgen noch jemandem die Geschichte erzählen, werden Sie merken, etwa nach 3 Tagen fühlt sich dieser Satz völlig normal an, wie wenn er Deutsch wäre. Und dann sagen Sie, ja, ich habe meine Maulkarte verloren, is gubiosam na platnukati zu, und es fühlt sich korrekt an. So, jetzt glaube ich, obwohl es ein bisschen komplex war, haben Sie begriffen, kein schlechter Ansatz. Alle anderen Themen sind deutlich einfacher übrigens. Das war das komplexeste Thema, das ich habe. Schön. Ich glaube, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich würde gerne auch ein besseres Namensgedächtnis haben, ich will meinen Kindern beim Lernen helfen, ich möchte einfach, dass diese magische Welt des Gedächtnistrainings mal erleben, erforschen, dann nutzen Sie die Chance, dass Sie den Link unten drücken. Da können Sie mit immerhin so um die 30% Rabatt mein Mega Memory, das 450 Euro kostet, kaufen. Wenn Sie noch mehr Videos brauchen, einfach um sich noch mehr Beispiele anzuschauen, schauen Sie bei YouTube rein oder auf meiner Homepage gregorstaub.com. Da gibt es sicher ein paar Dutzend Beispiele. Und dann sind Sie dann wahrscheinlich definitiv überzeugt zu handeln. Aber nutzen Sie diesen Link, weil es dann doch etwas günstiger wird. Ich freue mich, wenn Sie was tun. Es ist übrigens immer möglich, mich persönlich anzusprechen, wenn man Fragen hat über E-Mail. Ich werde auch immer persönlich antworten. Ich freue mich, wenn Sie handeln. Heute ist ja der erste Teil von unserer Zukunft. Danke vielmals. Bye-bye.